So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Crimson Vow letzte Woche Release bekommen. Also jetzt am Freitag. Wir haben theoretisch Release-Woche. Und dann dachte ich mir, machen wir mal ein Draft Booster Crimson Vow auf. Auch wenn man Draft Booster nicht dafür aufmachen sollte. Gucken wir uns mal an, was dieses Set zu bieten hat. Mich interessiert ja hauptsächlich Talia, die Boxtopper, sowas in dieser Art. Oh, wunderschön. Aber ja, Draft Booster sind halt was Seltsames, finde ich. So, jetzt habe ich endlich die richtige Einstellung für dieses Booster von der Farbe gefunden. Wir haben Sheltering Boughs. Drei Mana Enchantment, wenn es spielt, kannst du mir eine Karte und die verzauberte Kreatur kriegt plus 1 bis 3, ist eine Aura. Oh, diese Artworks. Das werdet ihr öfter von mir hören. Dread Light Monstrosity. 6 Mana 5-5 mit Ward 2. Das heißt, der Gegner muss, wenn er ein Spell oder Ability auf diese Kreatur spielt, 2 Mana bezahlen, was ziemlich gut ist. 5 Mana. Kann nicht geblockt werden diese Runde. Was? Ah, okay. Nur wenn man eine Karte im Exile. Aber eine Karte im Exile ist nicht schwierig. Wow. Wow, das ist mächtig. Unhollow Phalanx. 5 Mana, 1,13. Nice. End is the Pivotal Tapped. Nice. 1,13. Hammer. Heron Blessed Geist. 5 Mana, 3,3. Fliegend. Wir können ihn für 4 Mana aus dem Friedhof exilen und 2 Ice Spirit 1,1 bekommen. Kann man nur machen, wenn man eine Enchantment kontrolliert und nur wie eine Sorcery. Okay. Okay. Cassing Flame Breather. 2 Mana 1,3. Immer wenn man einen Nicht-Kreaturen-Zauber spielt, fügt er jedem Gegner einen Schaden zu. Nicht-Kreaturen-Zauber ist sehr mächtig. Das ist wie der Gutter-Snipe, nur halt Human. Cool. Dawnhearth Discipline. 2 Mana 2,2. Immer wenn ein Human unter irgendeinem ins Spiel kommt, kriegt er plus 1 bis 1 bis zum Ende des Zuges. Okay, ist eine Witch. Alchemist Retrieval. Für ein blaues Mana bringen wir ein Nichtland-Permanentes auf die Hand des Besitzers zurück. Für ein Mana, was wir kontrollieren. Für zwei Mana, was der Gegner kontrolliert. Dieses Cleave sieht so seltsam aus. Ich finde das so schlimm, aber gut. Gut, andere Story. Vampire Kiss. Zwei Mana, eine Kreat nee, ein Spieler verliert zwei Leben. Dir kriegt zwei Leben und zwei Bluttoken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Lantern Bearer. Ein Mana 1-1. Fliegend Disturb. Und auf der anderen Seite ist das Ding eine Verzauberung, die sagt, eine verzauberte Kreatur kriegt plus 1 plus 1 und fliegend. Okay. Ach, Lift. Oh Gott, da wird ein Mensch hoch. Ja, so viel dazu. Mein Handy ist an. Warum ist mein Handy an? Packsong Pup. Oh mein Gott, it is so cute. It is so cute. Warum ist es denn so cute? Ja, 2 Mana 1-1 zu Beginn des Kampfes. Wenn ihr einen Wolf oder einen Werwolf kontrolliert, einen anderen, kriegt der plus 1 plus 1. Wenn er stirbt, kriegt ihr Leben in Höhe seiner. Oh, es ist so cute. Oh mein Gott, warum ist es so süß? Into the Night, 4 Mana Sorcery. Es wird Nacht. Cool. Endlich ist eine Karte, wo draufsteht, es wird Nacht. Dann könnt ihr eine Lügeanzahl an Karten abwerfen und so viele Karten nachziehen. Nicht schlecht. Zurzeit ankam. Unser letzter ankam ist Bloodsworn Squire. 4 Mana, 3-3. Für 2 Mana können wir eine Karte abwerfen und dem Unzerstörbarkeit bis zum Ende wird getappt. Und wenn da 4 oder mehr Karten im Friedhof sind, wird er transformiert. Transformiert macht er. XX. Power und Toughness ist gleich der Anzahl an Kreaturen im Friedhof. Für 2 Mana können wir eine Karte abwerfen, dem Unzerstörbarkeit geben Toughness. Aber der wird einfach nur dann entweder 2-2. Also hier auf der Seite ist er einfach 3-3 und auf der anderen Seite ist er ein XX. Interessant. Unsere Rare ist Consuming Tide. 4 Mana Sorcery. Jeder Spieler sucht sich ein Nichtland-Permanentes aus, das er kontrolliert, und nimmt alle Nichtland-Permanenten, die auf diese Weise gesucht wurden, zurück auf die Hand. Okay. Not chosen. Not chosen. Alle, die man nicht gewählt hat. Also jeder darf eins wählen, was er behält. Alles andere geht auf die Hand und wir ziehen so viele Karten wie Gegner, die mehr Karten auf der Hand haben als wir. Okay. Strange. Dann haben wir. Okay. Okay, hier ist auch wieder dieser lilane Rahmen. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das einfängt, weil ich ein bisschen an den Farben rumgespielt habe. Aber dieser lilane Rahmen ist so seltsam. Oh mein Gott, wir haben Paxan, Pup in Foil, 2 Mana 1-1. Ach, wunderschön. Ein Zombie und eine Splitkarte. Deswegen hat das Booster sich so voll angefühlt. Guckt euch mal an, wie süß das ist. Das Foiling ist nicht so geil, aber süß. Ja, so viel zu Crimson Vow. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.